Igitt, warum schläfst du nicht noch eine Runde? Ich weck dich, wenn wir da sind. Okay. Mann, sind das viele Hamburger. Die kannst du doch nicht alle auffuttern, du blöder Vollidiot. Der will's wirklich tun. Oh, der ist sowas von peinlich. Hast du das gehört, du peinliche Pappnase, du? Peter! Ja, dann waren diese zweiten Flitterwochen wohl reine Zeitverschwendung. Peter! Ich will nicht darüber reden. Ich zieh mir britische Nobelpost ein. Weißt du, Margaret, wir könnten jetzt durchaus den Geschlechtsverkehr ausüben. Ja, ja, könnten wir. Aber lassen wir es. Chris und Meg sind in der Schule. Dann bleiben nur noch wir beide. Bist du ein Eis am Stiel? Hä? Schönes Eis zum Frühstück? Oh, hier drin ist Wodka. Gut, was wolltest du noch mal? Spielen wir draußen im heißen Garten? Ich hätte vor 2,5 Stunden in der Kita sein sollen. Denzel, was? Wer will mich? Lass mich mal im Gefrierfach nachsehen. Dein Burger, hier ist dein Veggie-Burger, der wird schon auftauen. Lutsch dran, dann taut er ganz dolle auf. Ich bin einmal weg. Ja, das ist das perfekte Souffle-Level für einen Filofisch. Hi, ich bin Trey Hatband und ich bin euer doofer Yoga-Lehrer. Yoga ist gut und kommt aus China. Fertig, los! Was los? Was? Sie sagten nicht, was wir tun sollen. Super, das habt ihr ganz toll gemacht. Und jetzt ist Pause. Wer hat Yoga-Fragen? Ach, ich hab eine Frage. Was heißt eigentlich Namaste? Das weiß ich nicht. Das hab ich echt noch nie gehört. Aber erinnert ihr euch noch an Hawaii-Shorts? Was hat das mit Yoga zu tun? Keine Ahnung. Ich will nur sagen, die waren ziemlich scharf. Und ihr macht das hier wirklich gut. Macht weiter. Ich werde jetzt mal in dieses Klo gehen und etwas Explosivdurchfall loswerden. Schweigt einfach und meditiert. Klar? Werdet einfach eins mit der Stille. Wenn ihr ein Geräusch hört, dann deutet es einfach anders und dann vergesst ihr es. Redet ihr? Und seit wann haben wir ein Hinterzimmer? Tut mir leid, Lois. Ein Pate muss seiner Frau die Tür vor der Nase zuschlagen, während sie sich fragt, was hinter der Tür los ist. Aber ich wollte nur... Ist eine Schwingtür, habe ich vergessen. Mozzarella. Mozzarella. Prosciutto ai funghi. Mozzarella. Nur weil du Susis Pate bist, heißt das nicht, du bist in der Mafia. Und du darfst keine Katze in die Kirche mitnehmen. Warum nicht? Sie ist katholisch. Wassertauchen, ist es 20 Minuten her, dass sie gegessen hat? Ja, Rabbi. Wunderbar, dann tauchen wir das Kind wie einen Donut. Ich taufe dieses Kind im Namen von Jesus Christus, der von wem auch immer umgebracht wurde. Das ist nicht wichtig, denn wir wollen ja auf niemanden mit dem Finger zeigen. Können Sie meine Tochter bitte aus dem Wasser holen? Entschuldigung. Gratuliere, Schätzchen, du bist eine Christin. Von nun an wirst du jeden Sonntag einen harten Keks bekommen und so tun, als wäre er ein Typ. Na schön. Macht's gut, ihr zwei. Oh mein Gott! Dankeschön! Prego. Gern wir. Ihr könnt euch jetzt alle neue Schuhe aussuchen. Hi, kann ich Ihnen helfen, etwas zu finden? Wie will sie das schaffen? Der Laden hat nicht mal einen Lagerraum. Das ganze Gelumpe steht hier einfach auf dem Boden und ist bis unter die Decke hochgestapelt. Wir haben es kapiert. Du bist besser als dieser Ort. Ja, das weiß ich. Ich bin besser als jeder Ort. Ich würde sagen, das ist eine 45. Die sind perfekt. Ich nehme sie. Nein, das sind nicht die Schuhe. Sprich nicht in diesem Ton mit dem Metallgiganten. Muss Schuhschachtel City zerstören. Schlimm genug, so zu tun, als würde mich Quagmires neuer grüner Grill beeindrucken. Das ist der größte High-Performance-Keramik-Grill, den es gibt, Peter. Geprüft und zertifiziert. Oh, ja, cool. Ich verhungere. Wann schüren wir das Ding an? Da
das Ding anschüren? Hört euch den Typ an. Der wird nicht angeschürt. Den bringt man langsam auf Temperatur. Okay, wann legen wir die Burger auf? Burger? Hört ihr das? Man legt keinen Burger auf einen Grill von dieser Qualität. Ich habe schon vor 3 Tagen ein edles Biohuhn mariniert. Können wir das drauflegen? Ja, um Mitternacht, wenn die Temperatur stimmt. Warum bin ich denn jetzt hier? Weil ich deine Hilfe brauche, den Grill 1 Zentimeter zu verschieben. Dann hören wir einfach Musik auf meiner High-End-Stereoanlage. Schön, dreh das Ding auf. Aufdrehen? Hört ihr den Clown? Ich höre darauf nur Podcasts. Heute bei The Moth, wie ein paar Schuhe 2 Schwestern wieder vereint hat. Glaubst du, wir waren heute Abend zu streng zu Chris? Was? Ach was, nein, ich glaube nicht. Du etwa? Ach nein, es geht mir nur immer nahe, wenn wir so hart durchgreifen müssen. Hab ich daran gedacht, den Herd... Hab ein Paket für Stewie Griffin. Haben Sie die Arbeit bald hinter sich? Bin gerade in der Mitte der Schicht. Oh, Alter, brutal. Viel Spaß bei der 2. Halbzeit. Ich glaub nicht, dass das geklappt hat. Ich bin Stewie. Ich werde schon bald dein Ehemann sein. Zlata. Wir sind voll die für immer Menschen für uns. Brian, darf ich vorstellen, meine Verlobte, die ich in der Ukraine bestellt habe. Die zukünftige Zlata Griffin. Ist das eine Leiche da drin? Ja, die schicken 2, falls eine stirbt. Sie war Schwester. Jemand hat ihr den Arm abgenagt. Babe, du musst doch keine Menschen verspeisen. Wir haben Essen. Arbeitstag, Ehemann. Mua, Babe, du bist zu gut zu mir. Mein Wagen steht auf Platz 4. Perfekt, ich mach dann den Rest. Okay, gut. Und mein Sohn hat sich leider auf dem Rücksitz übergeben. Okay, kein Problem. Wir können das reinigen. Danke, ihr seid die Besten. Hey Levi, wir haben einen Rückbank-Kotzefleck im braunen PT Cruiser. Levi? 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 Zum Einsatz kommt. Stewie ist am Spielen. Stewie, warte! Der liebe Junge und sein Hund. Peter, das ist Jen. Du bleibst sitzen, während sie und ich heimlich vor dir deine neue Frisur besprechen. Sie ist so umgekehrt. Okay, Peter, denk nach. Du bist eine Zeichentrickfigur und kannst alles heraufbeschwören, um dich aus dieser Lage zu befreien. Bis dann, Lois und Lady, die ich versehentlich Sir genannt habe. Die Linien demonstrieren Geschwindigkeit. Ich habe kein Essen oder Ausrüstung gemalt. Aber das. Guten Morgen, Familie. Warum trägst du diesen Hut? Du siehst aus, als willst du auf ein Moped in Thailand steigen. Gott, wie kann das nur gleichzeitig nass und trocken aussehen? Du siehst aus, als hätte Shelley Duvall gefressen. Du musst dir die Haare schneiden lassen. Lois, Jerry ist tot. Also werde ich von jetzt an als langhaariger alter Typ durchs Leben gehen. Ich finde seine Haare nicht schlecht. Sorry, aber ich würde es tun. Was tun? Und mit wem? Egal was, mit jedem. Ist mir sowas von Furz egal. Ich bitte euch, Leute, es sind bloß Haare. Ich bin immer noch der alte Peter, es wird sich nichts verändern. Auch bin spät dran. Die Haare wissen noch nicht, dass er keine Aktentasche für den Job braucht. Hast du immer noch deine alte Familie? Ja, die haben mich wohl vermisst gemeldet, bevor Peter mich gefunden hat. Ich halte es für wichtig, herauszufinden, wie diese Menschen sind, so wie es ein Anthropologe auch tun würde. In dem Suchfeld steht Hendersons Vermögen, Fragezeichen. Ich gehe mal zurück. Da steht Hendersons Füße, Hendersons Tochter. Hendersons Tochter, Alter, Igitt Bry. Hendersons Nacktfoto, wow, Florence Henderson Nacktfoto, ihre Möpse sehen aus wie ihre Augen. Egal wie, ich dachte, es wäre gut, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Ich erinnere mich seltsamerweise nicht an das Leben bei ihnen. Chris hat die holländische Familie, bei der wir ihn geklaut haben, auch vergessen. Was sagst du? Wir haben Herr Dalata over. So begreife ich, was jeder mir sagt. Jetzt in Harvard? Ja, ich kann nicht. Ich habe Musik laufen, also... Vielleicht hätte ich auch nach Harvard gekonnt, wenn ich dort geblieben wäre. Okay, bitte. Ich werde dich nicht gegen Sinead antreten lassen. Das will ich ihr nicht antun.
Ich habe mir nur überlegt, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich mit der richtigen Familie hätte aufwachsen dürfen. Ja, Bri, das überlege ich mir manchmal auch. Oh, hey. Hey, selber. Bist du hart am Schuften oder hart am Abhängen? Komm doch rauf und finde es raus. Brian, ich muss weg. Aber Stewie... Ich muss weg! Hey, steigen wir in den Pool? Oh, das würde ich gern, aber ich hatte vor 3 Tagen sehr schlimmen Durchfall. Ach, schon gut, der Bademeister ist voll cool bei sowas. Hey, Jungs. Ich kann froh sein, dass ich mich als Einziger beworben habe. Du bist zu bescheiden. Und er sagte, die nehmen nur 99,9% der Bewerber an. Egal, ich bin schon rausgeflogen, weil ich mich angefasst habe, als die Würstchenverkäuferinnen Limo gemacht haben. Das ist ekelhaft. Fairerweise muss man sagen, die Würstchen sahen wie Pimmel aus und die Limo wie Pippi, also war ich von Anfang an auf der Verliererbahn. Na schön, nachdem Brian nicht zurückkommen wird, denke ich... Wir beide sollten versuchen, unsere eigene Comedy-Routine zu entwickeln. Wahrscheinlich. Oh, hey, kriege ich etwas Kuchen mit Schlagsahne? Was hast du gesagt? Kuchen ohne Schlagsahne schmeckt nicht. So soll man das aber nicht sagen. Du hast das komisch gesagt. Warte, Kumpel. Das war nur ein Witz. Es stimmt einer auf meine Kosten. Ich weiß es. Nein, das war doch nur Spaß. Das war meine Nummer, Mann. Oh, du magst Nummern? Ich zeig dir meine Nummer. Hast du Bock auf Stewie-Karussell? Ah, hör auf damit. Das kann ich nicht. Das ist wie eine SNL-Nummer. Zu lang und ohne Ende. Haha! Roadhouse-Anspielung! Roadhouse-Anspielung! Ich hab Roadhouse nie gesehen. Da geht's ums Treten. Hey Brian, schicke Bude. Haben die einen extra Getränkekühlschrank in der Garage? Ich glaub nicht. Ach, das ist schwach. Hey, danke, dass du ein brutales Verbrechen für mich begangen hast. Wäre nicht nötig gewesen. Die Hendersons haben mich wie ein Haustier behandelt. Ihr behandelt mich wie ein Familienmitglied. Das fehlt mir. Hör zu, Brian. Ich weiß, wir sind nicht so intelligent, etilär oder intolerant wie die. Aber du bist immer noch unsere Katze. Und du bist herzhaft willkommen. Ich bin froh, dass alles wieder Durchschnitt ist. Ja, ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Ich bin auch erfreut. Du bist unansehnlich. Deine Haare sind wie Heu. Ein Pferd würde es fressen. Steig in die Holzbrennofen. Ich vermisse unsere gestohlene Sohn in Amerika. Ob er neben noch was holländisch ist? Sein Käsefüße. Kurz warte, da muss ich rangehen. Randys Fenster und Fensterläden? Das ist nicht mein Geschäft, aber ich übernehme auch Telefondienste. Obwohl ich lügen würde, wenn ich sage, dass ich nicht total scharf aufs Fenster- und Fensterläden-Business wäre. Wenn du einen kennst, Mac, irgendwen, der in Fenstern macht und den ich auf einen Kaffee einladen könnte, um mit ihm zu besprechen, wie... Nein, Chris, tut mir leid, ich kenne keinen. Natürlich, ist ja gut. Entschuldigung, ich bin noch dran. Fenster- und Fensterladen-Profis, wir schlagen jeden Preis. Ein. Oh, sieh dir das an, wir sind nicht länger das neue Paar. Der Hype ist rum. Oh mein Gott! Ich weiß, das ist der Typ aus der Katamaran-Werbung. Die sind einfach gegangen? Ha, ich dachte, ihr macht keine Schläfchen. Und jetzt pennt ihr alle auf dem Boden vom Pool? Oh mein Gott! Na, da ist ein Blatt drin. Blech. Na, hab mir die Hose versaut. Der Kreis des Lebens. Ich. Dann aber ich hab einen Katamaran-Kunden, zu dem ich hin muss.
Was ist hier los? Tut mir leid, es gibt einen neuen Raubfisch im Katamaranteich. Während du bei Coachella warst, habe ich Beziehungen geknüpft. Um was anderes geht's im Katamarangeschäft nicht. Nur um Beziehungen. Als ich meinen besten Kunden verloren hatte, ging mir ein Licht auf. Und ich begriff sofort, dass ich nur zwei Möglichkeiten hatte. Ich konnte aufgeben oder ich konnte mich in ein Ramada-Hotel schleichen und ein unbewachtes Podium besteigen. Ich entschied mich für Letzteres. Und das machte schlussendlich den Unterschied aus. Wow, was für ein Tag. Bitte geh nicht drauf ein. Oh, gut siehst du aus. Hast du einen Job gefunden? Bitch. Ob ich einen Job hab? Das ist keine Rettungsweste, Schwester. Das ist eine Arbeitsschürze von einem kleinen Shop namens Megabaumarkt. Und sie repräsentiert, was ich jetzt bin. Ein Arbeitnehmer aus der Mitte der Gesellschaft. Das freut mich für dich. Nein, nein, Brian, das fühlt sich heute falsch an. Ja. In diesem Schrank steht eine Rattenfalle. Mit einem Fuß drin. Und irgendwo in diesem Haus ist eine fußlose Ratte. Tja, da zieh ich mir mal die Fox News in der alten Flimmerkiste rein. Ich gehöre jetzt zum Proletariat und hol mir meinen politischen Rat. Jetzt von Fox, denn die sind neutral. Brauchen wir Manneskraft. Du, du und du, 20 Mäuse für den Tag, steigt hinten ein. Nein! Asiento trasero! Trasero, vergesst es, rein mit euch. Jeder, der die Songs von Josh Groban nicht gut findet, kann die Scheißkarre wieder verlassen. You raise me up. Wenn ihr einen Freund hättet, der im Megabaumarkt arbeitet, wie würdet ihr ihn feuern lassen? Frag ihn nach seinen Papieren. Okay, gut, das funktioniert in diesem Falle bedauerlicherweise nicht. Aber danke für deinen Einsatz, Louis. Sonst noch Ideen? Du könntest jemanden töten. Weißt du was, Carlos? Halt für eine Weile deinen Mund. Ich brauche nur zwei von euch. Du wirst bezahlt. Frag ihn nach seinen Papieren. Okay, gibt es noch eine andere Idee, als jemanden umzubringen oder ausweisen zu lassen? Wenn wir gut arbeiten, wohnen wir bei dir? Du wolltest gerade jemanden umbringen, also stehst du nicht auf Platz 1 meiner Mitbewohnerliste. Los jetzt, ich habe gutes Geld für euch bezahlt. Ich brauche Antworten. Ich erwarte Höchstleistung und werde keine einzige dämliche Idee mehr dulden. Du schüttelst Limo-Dose von Boss und gibst sie ihm. Wenn er sie aufmacht, sie explodiert. Und deswegen habe ich euch gepusht. Von Brian Griffin. Einen schönen Tag. Ha, dieser Brian Griffin scheint doch nicht so ein übler Kerl zu sein. Ah! Griffin, du bist gefeuert! Sieh nur, Brian. Eine geschlechtsneutrale Geburtsanzeige. Es ist ein Es. Schön für Es. Ich kauf meinem Bekannten eine Geburtstagskarte auf Spanisch. Aber er spricht gar kein Spanisch. Oh, 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 er wird nicht verstehen, was draufsteht. Oh, sie sind fies. Ich weiß. Ich glaube, ich habe mir eine Kleinigkeit aus den Süßigkeitskörbchen, die bei der Kasse stehen, verdient. Banden. Ich glaube, sie haben Tom Cruise unter ihrem Helikopter eingeklemmt. Ich habe mich festgehalten. Ich mache alle meine Stunts. Ich kann die Stunts nicht lassen. Mein ganzes Leben ist ein Stunt. Ja, ja, wissen wir. Willst du einen Persönlichkeitstest machen? Die Antwort lautet wie immer, nein, danke. Ich werde immer wieder fragen. Ich weiß. Schön, dich zu sehen, Stewie. Schön, dich zu sehen, kleiner Tom Cruise. Danke. Er hat gern das letzte Wort. Bleibt gesund. Seht ihr. Bis dann. Verheiratet. Donna trägt eine Perücke. Ich habe ihre echten Haare noch nie gesehen. Aber ich glaube, die sehen wie ein alter, abgetragener Pulli aus, den man vom Flusen befreien muss. Ich habe Bonnies Haare seit Jahren nicht berührt. Die sind viel zu weit oben. Wenn Lois was an ihrem Aussehen verändert, das dir nicht gefällt, dann verändere du was an deinem Aussehen, das ihr nicht gefällt. Quagmire, das ist erbärmlich, infam und äußerst rachsüchtig. Ich liebe es. Ich werde dafür sorgen, dass ich schwerer zu ignorieren bin als ein Amateurfotograf. Das ist echt sauwitzig. Also ich sitze im Büro bei der Arbeit und der Feueralarm geht los. Wo war ich gerade? Feueralarm. Klar, klar, richtig. Das ist so witzig. Also der Feueralarm geht los und... Ja, hey, hey, Freund? 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 Können Sie einfach... Wie jetzt gerade nicht? Gut, wo war ich? Feueralarm im Büro? Oh, richtig. Wisst ihr was? Vergesst es. Die Pointe ist, es war 9/11. Klar, jetzt ist es nicht mehr witzig. Ich bin auch ohne Kastration produktiv. Ich werde ein inspirierendes Buch über mein Leben schreiben und ich nenne es Die Heilige Bible. Bitte nicht. Es geht los. Die Seite ist leer, ein Universum voller Möglichkeiten.
Und du guckst Pornos. Oh mein Gott, 2 Klicks und ich bin instinktiv bei Pornos gelandet. Vielleicht hatte George Townsend recht. Vielleicht bin ich zu leicht abzulenken. Sei nicht so streng zu dir selbst. Es ist okay, wenn man leicht abzulenken ist. Immerhin hat das die Ehe von Warren Beatty und Annette Bening gerettet. Annette, ich will Sex. Oder du guckst jetzt Blue Bloods und isst einen Becher Pudding. Zeig sie ihnen, Blue Bloods. Eve, die Aufgabe eines Art Directors ist noch nie eine leichte gewesen. Ganz recht, Scarlett. Aber dieses Jahr... Hey, wo willst du denn hin? Ich gehe zur Party von Elton John. Hast du sie noch alle? Ich hab dir gesagt, wir bleiben beim Governor's Ball. Und ich habe dir gesagt, wir warten ab, wie sich der Abend entwickelt, Tim. Euch noch viel Spaß. Ich geb mir Scarlett. Boah, da drin riecht's nach den Eiern von Josh Hartnett. Da drin ist eine Waage. Ich wüsste gern, was ich davor und danach wiege. Ich brauch noch einen Moment. Ich muss ganz dringend. Sie sagte, sie braucht noch einen Moment. Oh oh. Ich wusste, dass an dem Datum was los war. 1. September 1939. Das war der Einmarsch der Deutschen in Polen. Und genau am selben Tag, im selben Jahr, wurde auch René Russo geboren. Wir müssen sofort verschwinden. Pack das Rückkehrmodul aus und bring uns nach Hause. Alles klar. Was ist los? Warum sind wir noch da? Keine Ahnung. Es funktioniert nicht. Und weißt du, was es nicht reparieren wird? Dein Rumgeplärre. Oh Gott, sollen wir jemanden um Hilfe bitten? Ja klar, wie viele Polacken braucht man, um eine Zeitmaschine zu reparieren? Finden wir es raus. Wir können nicht hierbleiben. Wir müssen dingen. Moment mal. 2 Priester? Das ist unmöglich. Dieser Kragen war nur aufgesetzt. Das ist ein dreckiger Jude. Oh Mann, Sie sollten froh sein, dass Ihr Betriebsrat gerade nicht in der Nähe war und das gehört hat. Ja, Jungs, Sir, ich würde gern mitfliegen. Was sind Ihre Qualifikationen? Ich trinke gern Tee, bin vermutlich homosexuell, putz mir nie die Zähne und meine Frau ist scheußlich. Bomben Sie los. Was gibt's, Eule? Bitte nenn mich nicht so. Halt für mich Ausschau, Eule, vor allem nach den Sauerkrautfressern. Oh oh, Deutsche direkt vor uns. Ja.